Ja, und da hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mucke Gaming HD. Ja, es wird mal wieder Zeit für ein Infovideo. Ja, aber warum? Ja, wie ihr gesehen habt, kam in den letzten 4 Wochen, eigentlich seit dem 30. Mai, keinerlei mehr regelmäßig Videos. Ja, warum? Lag's an schönem Wetter? Hatte Mucke keinen Bock? Nee. Mein Internet ist durchgedreht und wollte hier überhaupt nichts mehr. Ich konnte hier nichts mehr machen, absolut gar nichts. Und dann habe ich heute herausgefunden, was los war. Ich habe wirklich die ganze Zeit recherchiert und rumprobiert und ich hab mir ein neues LAN-Kabel gekauft. Gott sei Dank. Dann habe ich erst gedacht, das DSL-Kabel ist kaputt. Hab ich dann auch noch ausgetauscht. Ging immer noch nicht. Ja, dann habe ich bei meinem netten Anbieter hier Otokando angerufen. Und die haben mir dann freundlicherweise gesagt, dass sie keine Ahnung haben, wieso. Ich solle doch bitte meinen Router neu einrichten. Mhm. Gut. Hat der Mucke gemacht. Funktioniert! Toll, ne? Also war es, scheiße. Nicht ich schuld. Kann man jetzt auch nicht mehr dran ändern. Aber es war halt wirklich das Gefühl da, dass irgendwas nicht in Ordnung, weil wir hatten hier mehrere Unwetter mit Überschwemmungen hier, auch bei mir im Keller. Da war alles voll, wirklich bis zum Knie hoch. Ja, und da hatten Niki, also meine Frau und ich, die Vermutung, mein Gott, das juckt aber auch. Die Vermutung, dass irgendwie was durch das Unwetter zusammenhängt, weil wir sind auch in der Nähe Blitze eingeschlagen und irgendwas kaputt ist. Haben wir gedacht. So, wir hatten ja auch, ich hatte auch die Hilfe von Mike Eichmann, ne? Und vom ganzen Chaotenhaufen und von meinem Bro Tom. Wir haben alle geguckt, was los ist. Und dann haben wir erstmal gesehen, dass O2 Störungen hat. In dem Bereich. Da war richtig, zu dem Zeitpunkt richtig schlimm. Also NRW war komplett rot. Genauso wie Hamburg, München und Berlin. Da haben wir es erstmal auf die Störung geschoben und dann habe ich halt nur das gemacht, was ich machen konnte. Das war zwar nicht viel, aber musste er leider durch. So, aber ich hatte dann endlich die Schnauze voll, weil wir seit gestern, ich habe ja gestern Final Fantasy online gestellt, ne? Und dann auf einmal war mein Internet komplett weg. Da ging nichts mehr, gar nichts mehr. Ich die ganze Zeit alle Stecker rausgezogen, alle neu reingesteckt, durchgeboostet, PC neu gestartet, alles neu rebootet. Ging gar nichts mehr. War alles im Arsch. Und ich hab mir gedacht, nein. Naja, was willst du machen? Aber jetzt ist wieder alles klar. Dann muss ich jetzt erstmal zusehen, dass ich hochlade, Freunde. Ne? Damit wir, ich habe jetzt noch für morgen, für heute ist ja alles schon durch. Final Fantasy habe ich fertig. Diablo für morgen ist fertig. Wie ihr seht, Far Cry ist im Mache. Dauert noch 2 Stunden, 4 Minuten. Mhm. Aber der Part ist auf 3,5 GB groß bei einer 16K-Leitung. Was will ich da erwarten, ne? Gut. Und das, obwohl es nur auf Full HD ist und nicht mehr auf 60 FPS. Immer noch 3,5 GB. Ja. Da muss ich halt noch Fallout hochladen und dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich meiner Frau ganz, ganz lieb einen liebenden Blick zuwerfe, die PC noch einmal nachts durchlaufen lassen müssen, damit das alles brav hochladen kann. Damit ich erstmal wieder einen Puffer habe, weil ich halt auch nicht immer die Zeit habe zum Hochladen, weil der PC, wie ihr wisst, gehört nicht nur mir, gehört auch Frau. Frau will auch dran, sonst kriegt Mucke Haue. Ne? Und das ist nicht gut für Mucke. Nein, Spaß, natürlich haut die mich nicht. Die wird mich einmal hauen, du. Dann pupst sich der ins Gesicht und dann ist Ruhe. Das war der Stinkefinger. Ja, aber auf jeden Fall, ich versuche es jetzt wieder regelmäßig hinzukriegen. Dann kommen wir aber jetzt noch zu 2 Sachen. Und zwar, die erste Sache ist, es fangen ja bald die Sommerferien an. Ne? So, und da ist ja mein Sohnemann dann auch von betroffen, ne? So ein Scheißregel, so schön gewesen, der Schule hatte. Boah, kam der erst um 20:03 nach Hause und ich hab mir gedacht, boah, geil, der kommt jetzt erst. Nee, Spaß. Nee, es geht halt darum, wenn halt schönes Wetter ist, dann mache ich mich mit meiner Familie hier, Frau, Kind, auf dem Weg irgendwo hin. Und sei denn, ist es nur schwimmen oder im Park Enten füttern. Ne, aber dann wird das halt so gemacht, dass die Videos... kann es dann halt passieren, dass die Videos halt bei Facebook gar nicht landen, sondern einfach hier nur auf YouTube online gestellt werden, also hier, ne, da, hier, ne, auf Mucke Gaming HD, hier, ne, da, ne, oder sie halt früh morgens auf online gestellt werden und dann halt bei Facebook gepostet werden. Also es kann halt so sein, dass es dann halt jedes Mal passiert. Also entweder auf Facebook gar nicht, aber online stellen tue ich es in den Sommerferien
oder morgens mit Facebook posten, wenn ich nichts vorhab, weil das Wetter scheiße ist oder ich mal einfach mal nichts zu tun habe. Ich habe schon wieder einem gesagt. Ach, leck mich doch am Sack. Scheißdreck. Frau und ich haben nämlich eine Wette am Lauf, wie oft ich in diesem Scheiß-Info-Video hier sage. Ja, ihr könnt ja aber selber mitzählen. Also ich glaube, ich bin jetzt bei 3. Und das Schöne ist ja, ich hätte mir in 2 Tagen das Essen aussuchen können, da wäre es natürlich Spinat gekommen. Frau direkt, bah. So, das Problem ist aber, da ich jetzt schon 3-mal gesagt habe, hat sie mittlerweile 9 Wünsche frei. Für jedes hat sie 3 Wünsche frei. Ich glaube, ich muss sterben, Leute. Also, selbst wenn es nur ist, ihr die Fussel aus der Haarbüsse zu holen. Ne? Naja, egal, muss ich durch. Ja, also wie gesagt, das mit den Sommerferien, es kann halt sein, dass die Videos früh morgens kommen. Oder, ja, hier auf YouTube auf jeden Fall. Sonst, wenn ich nichts zu tun habe, dann halt ganz normal, nachmittags, abends. Oder halt, wenn ich ganz früh los muss, dass ich sie halt einfach nur hier auf YouTube online stelle. Alle, aber alle gleichzeitig, ne? Also nicht, dass ihr denkt, oh, morgens, oh, okay, 8 Uhr, 9 Uhr, 11 Uhr, 1 Uhr, Die kommen dann alle sofort und dann ist es auch direkt durch, ne? Also da wisst ihr schon mal Bescheid. Die zweite Sache ist, ich habe da noch mal ein bisschen rumgeforscht. Es geht darum, mich noch für zukünftige Projekte zu begeistern. So, ihr seht ja momentan auf meinem Kanal, kommt samstags mit meinem Bro Dead Space 3. Ne? So, aber das wird nicht das Einzige sein. Wir, ne, Tom und ich haben uns jetzt so vorgestellt, dass wir so eine Art... Wie klingt das jetzt nicht schwul? Scheiße. So eine Art... Partnerschaft eingehen, sag ich mal. Oh, das hört sich genauso scheiße an. Ah, Frau lacht sich kaputt. Weil wir wollen es nämlich nicht nur auf, schau schon wieder M. Sind wir schon bei 12. Wir wollen es nämlich nicht nur auf Dead Space belassen, sondern ich steige im Herbst bei FIFA 17 ein. Beim Tom. So. Das heißt, da gibt es auch bei ihm Veränderungen. Ich steige dann im Herbst, wenn das Spiel rauskommt, auf FIFA 17 mit ein und dann gibt's halt auch diese komplette Saison auch hier bei mir auf dem Kanal, genauso wie bei ihm. Und dann sind wir halt am gucken, was wir da noch so machen können. Also wir werden halt eine richtige, jetzt hätte ich fast Beziehung gesagt. Scheißdreck. Das klingt alles so schwul. Oh Gott. Ich mache hier irgendwann öffentliches Outing. Ne? Schatz, du bist nur eine Alibi-Freundin. Kannst du mitleben? Tom, ich liebe dich. So, jetzt hab ich's gesagt. Oh, ich bin so schüchtern. Oh, das habt ihr, weißt du, über die ganze Welt. Nee, das ist Spaß mal ernst jetzt hier. Ja, und dann habe ich dann halt noch mal ein bisschen rumgeguckt. Ich habe dann hier, Moment, den muss ich euch zeigen. Wo haben wir's denn? Wo haben wir's denn? Erstmal suchen. Ah, hier sieht man den ganzen Abonnenten. Ja, schön. Egal. Da. Den habe ich gesucht. Den Kanal habe ich gesucht und dann... Da habe ich mir das hier angeguckt. Best Games of E3 2016. 1 Stunde Full-Synaptic Trailer Musik. Ne? Und dann halt für die Spiele, die dann halt in der nächsten Zeit kommen. Und da habe ich dann eins gesehen, das kommt im August auf den Markt. Und das wird auf jeden Fall hier auf meinem Kanal erscheinen, weil der Trailer mich umgehauen hat. Also ich wurde links und rechts geohrfeigt und mir ging super. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt falsch ausspreche. Wenn ich es falsch ausspreche, klatscht mir eine. Ne? Also ich wohne irgendwo in Deutschland. Und das Spiel heißt, boah, Deus Ex, glaube ich, oder Deus Ex, keine Ahnung, wie man es ausspricht, The Mankind Divided. Und das werde ich zocken ab August. Jetzt ist ja Final Fantasy, wird bald fertig sein. Ich bin jetzt bei der finalen Aufnahmesession momentan. Diablo 3 ist fertig aufgenommen. The Evil Within ist auch schon installiert. Frau ist mit dabei, könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ja, dann wird noch Tom Clancy's The Division kommen. Nach Diablo 3 und halt The Evil Within mit meiner Frau. Mal gucken, wie lange ich das überlebe. Ich glaube, wenn ich mich einmal schreck, kriege ich links und rechts eine Backpfeife. Oder? Oh, sie ist aber lieb. Sie ist ja nett zu Tieren, sagt sie immer. Also, das ist so der zukünftige Plan, den wir haben. Na, also, ab Herbst Tom Clancy's, The Ex, Mankind Divided, FIFA 17 und bald geht dann The Evil Within und Tom Clancy los. Den Rest habe ich euch gesagt, ich versuche jetzt wieder rechtzeitig, also regelmäßig hochzuladen, damit das ankommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.